Ja, das ist jetzt ein typisches Feuchtpräparat aus unserer anatomischen Sammlung, ein menschliches Gehirn aus dem Jahr 1992, das natürlich auch entsprechend anatomisch schon präpariert wurde. Wir haben aber in unserer Sammlung natürlich auch ältere Präparate, historische Präparate, die zum Teil über 200 Jahre alt sind. In mehr als 20 verschiedenen Sammlungen bewahrt die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Objekte auf, die für ihren Fachbereich von unschätzbarem Wert sind. Einige Sammlungen stammen aus der Gründungszeit ab 1743. Andere kamen erst im Laufe der Jahrzehnte dazu. Was sie alle gemeinsam haben? Sie sind Werkstätten des Wissens. Die ersten anatomischen Sektionen, die fanden relativ rasch nach der Gründung im Jahr 1743 schon statt. Da gab es noch kein eigenes Anatomiegebäude. Und mit diesen Sektionen wurden natürlich auch schon die ersten Präparate hergestellt. Also die Idee war ja dann, wenn man eine Leiche präpariert, anatomisch zergliedert, dann ist es ja nicht so, dass man das jeden Tag hat, sondern das war natürlich immer abhängig vom Zulauf letzten Endes. Und man hat dann die Leiche sozusagen präpariert und Präparate, also Teile davon, für den Unterricht dann im Endeffekt aufgehoben. Und das war eigentlich der Grundstock der anatomischen Sammlung schon zur damaligen Zeit. In den Räumen der heutigen Anatomiesammlung wurde früher die zoologische Sammlung der Universität aufbewahrt. Einige Überbleibsel sind noch immer zu finden, was sich manchmal als ganz praktisch erweist. Nun, Anatomieunterricht ist natürlich nicht nur die Anatomie des Menschen. Gerade in historischen Zeiten war natürlich die vergleichende Anatomie ein ganz wichtiger Schwerpunkt im Unterricht, um eben auch zu zeigen, wie der Körperaufbau bei Menschen im Vergleich zu anderen Säugetieren zum Beispiel, aber nicht nur Säugetiere, sich darstellt. Was wir hier sehen in dieser Vitrine, das sind eben verschiedene Skelette von Primaten. Wir selber gehören ja auch dazu. Also auf der rechten Seite ein menschliches Skelett, dann haben wir hier einen Orang, das ist ein Schimpanse und das hier relativ eindrucksvoll ein Gorilla. Was kann man sehen? Man sieht, wenn man natürlich erstmal dahin guckt, grundsätzlich die unterschiedlichen Größenverhältnisse. Aber man kann eben auch zum Beispiel hier beim Gorilla sehen, dass der Bereich des Thorax, also des Brustkorbs, sehr viel kleiner ist als bei uns. Dafür ist der Bereich des Verdauungstraktes, also des Darms sozusagen, den sieht man hier, also das wäre quasi der Bereich hier unten, sehr viel größer angelegt. Das liegt schlicht und ergreifend natürlich an seiner Ernährungsform. Er frisst in erster Linie natürlich Pflanzen. Und braucht dann natürlich auch ein bisschen mehr Verdauungsapparat. Bei uns sieht das als Allesfresser ein bisschen anders aus. Also verantwortlich bin ich seit ungefähr 2 Jahren hier für die, als Leiter, als Kurator der anatomischen Sammlung. Das Spannende ist natürlich, also hier zu arbeiten mit den vielen, vielen Exponaten aus unterschiedlichen historischen Zeiten, das ist natürlich schon an sich spannend. Wir machen gerade eine neue Großinventarisierung und wir finden dann natürlich ganz viele historische Präparate, bei denen wir auch erstmal in detektivischer Kleinarbeit gucken müssen, wo kommt das jetzt genau her, wo ist da im Endeffekt jetzt der Kontext. Das ist immer ganz furchtbar spannend. Das Spektrum der Exponate ist sehr groß und wird noch heute für Lehrzwecke eingesetzt. Also Feuchtpräparate und Trockenpräparate von menschlichen Körpern, die eben entsprechend präpariert wurden. Wir haben auch eine ganze Reihe von Modellen, Kunststoffmodellen, historische Wachsmodelle. Wir haben Moulagen, die damals angefertigt wurden, um einfach den angehenden Ärzten zu zeigen, wie ein Krankheitsbild sich äußerlich im Endeffekt darstellt. Also die Feuchtpräparate bedürfen natürlich einer besonderen Pflege. Dafür sind unsere Präparatoren zuständig. Einerseits machen wir Obduktion durchaus, wie in der Pathologie oder in der Rechtsmedizin. Aber hauptsächlich geht es darum, Präparate herzustellen, die zu Demonstrationszwecken dann verwendet werden können. In dem Fall ist es so, dass man, um das Herz dann auszustellen, zum Beispiel in Vitrinen oder im Museumsbereich, konserviert man es noch. Also man bettet es ein in spezielle Konservierungslösungen. Da gibt es viele verschiedene, je nachdem, welchen Anspruch man hat. Und dann bettet man es dort für im besten Fall mehrere Jahrzehnte ein, sodass man da auch nicht nochmal ran muss. Und dann kann man das ausstellen. Also ich als Präparatorin habe die Aufgabe, wenn ich das Herz entnommen habe, dann die Strukturen so darzustellen, also dass es erstmal gut aussieht und dass man daran dann lernen kann. Also letztendlich, wenn man das Herz
entnimmt, dann sieht es so erstmal nicht aus. Das Herz, das hat, liegt erstmal im Herzbeutel, gut eingebettet, und es hat auch eine Fettschicht drumherum. Und man kann diese Strukturen, wie sie hier zu sehen sind, gar nicht so deutlich sehen. Und das Ziel ist eben, also zuallererst fixiert man das, also das nennt man so, dass man das haltbar macht, dass man den Verwesungsprozess sozusagen aufhält, und dann geht man ans Präparieren ran, sodass eben sich alle Strukturen schön differenzieren lassen, und präpariert ganz vorsichtig immer weiter vor, sodass es dann irgendwann so schön aussieht, dass man es zum Beispiel für die Ausbildung der Studierenden, der Medizinstudenten verwenden kann, dass sie das begreifen können, dass sie es anschauen können, nachvollziehen können, ah, hier geht's lang, oder ach, hier kommt das Gefäß da raus. Also es ist ja letztendlich eine schöne präparatorische Arbeit, ein Herz dann irgendwann so aussehen zu lassen. Zwei der ältesten Trockenpräparate der Sammlung sind um die 200 Jahre alt. Zu einem späteren Zeitpunkt wurden die Leitungsbahnen koloriert. Arterien rot, Venen blau und Nervenbahnen gelb. Vor 250 Jahren wurden vor allem im italienischen Raum solche Trockenpräparate angefertigt. Ob diese zwei Exemplare auch aus Italien kommen und wer diese Menschen einmal waren, ist heute nicht mehr bekannt. Vom Blick in den Menschen geht es weiter zum Blick auf den Menschen. Im Institut für klassische Archäologie befinden sich in Bayerns drittgrößter Antikensammlung etwa 500 Abgüsse antiker Plastiken und 8000 originale Objekte aus der Zeit von 2000 vor bis 200 nach Christus. Dazu kommen Modelle antiker Orte und Kulturstätten. Viele Exponate stammen aus Nachlässen oder von anderen Universitäten. Die Sammlung entstand 1855, sogar noch vor der Gründung des Instituts. Die meisten der Abgüsse haben mittlerweile einen eigenen historischen Wert. So wie die Medusa, deren Original aus der Zeit der griechischen Klassik im 4. Jahrhundert vor Christus stammt. Der Abguss befindet sich seit 1858 in der Sammlung. Ein sehr bekanntes Objekt ist die Darstellung des Laokoon, der von den Göttern bestraft und zusammen mit seinen Söhnen von Schlangen angegriffen wird. Das Original steht im Vatikanischen Museum in Rom. Der wertvollste Schatz der Antikensammlung sind die eigenen Originale. Der Raum sowie die Vitrinen sind besonders gesichert. Ausgestellt sind ganz unterschiedliche Stücke, wie zum Beispiel Keramiken aus Troja oder Mykene, über 3000 Jahre alt. Ein Lieblingsstück ist sicherlich die orientalische Bronzeplastik aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Sie trägt den Universitätsstandort sogar im Namen. Erlanger Dreifuß. Geforscht wird hier von Archäologiestudierenden, aber auch HistorikerInnen oder Studierende der Kunsthochschule in Nürnberg kommen vorbei, um sich die Objekte von Namen anzusehen. Der Weg von der Antike in die Frühgeschichte des Menschen ist im Keller der Kochstraße 4 in Erlangen nur ein paar Meter weit. Die Stücke der Forschungs- und Lehrsammlung stammen aus einer Zeit, in der es noch keine Schrift- oder Geschichtsschreibung gab. Da haben wir eine recht breite Palette. Wir haben Steinartefakte, Geräte aus Knochen und Geweih zum Beispiel, Keramikgefäße, andere Gegenstände aus Keramik, wie zum Beispiel Statuetten. Wir haben auch Metallgegenstände. Und was wir auch haben hier bei uns in der Sammlung sind Kopien, also nachgemachte Sachen. Und ergänzte Sachen. Also da sind zum Beispiel, wenn man sich ein Keramikgefäß vorstellt, sind einige Scherben Originalsubstanz, und dann hat man, um den Gefäßeindruck zu bekommen, den Rest mit Gips ergänzt, angemalt und auch die Verzierung nachgeahmt, sodass man einen Gesamteindruck bekommen kann, wie das Gefäß ausgesehen hat. Der Mensch an sich, würde ich sagen, ist recht kreativ und spielt oder arbeitet mit den Materialien, die ihm zur Verfügung stehen, intensiv herum, würde ich sagen. Es gibt eine Phase, wo ich persönlich sagen würde, da erkennt man einen Sprung. Das ist der Wechsel zwischen Neandertaler und moderne Menschen, Homo sapiens sapiens. Und da haben wir so einen Sprung, wo plötzlich relativ viel als Kunst bezeichnbare Objekte auftauchen. Kleine Statuetten aus Geweih geschnitzt, bemalte Sachen, so etwas.
Das ist eine sogenannte Gesichtsurne. Die stammen aus der Eisenzeit. Wir sind hier zwischen 800 vor Christus und 500 vor Christus ungefähr. Man kann deutlich erkennen, dass hier eine Nase herausgearbeitet ist. Links und rechts erkennt man Ohren, also es ist tatsächlich eine menschliche Darstellung. Wir sehen aber auch Dinge, wie zum Beispiel diese zwei Kreise hier mit den drei Strichen oder diese ganzen Linien hier am Hals des Gefäßes. Und da können wir aus dem anderen Fundmaterial, was in den Gräbern mit gefunden wird und mit beigelegt wurde, Vorlagen für diese Objekte erkennen. Und das hier ist zum Beispiel eine, gehen wir davon aus, eine Scheibenkopfnadel. Und diese Linien hier am Rand, wenn ich das jetzt einmal umdrehe, dann sieht man hier hinten, wird das unterbrochen, dieses Linienmuster, durch eine andere Verzierung. Und das kennen wir auch. Wir denken, dass das hier ein Halsschmuck aus Bronze ist. Die Studierenden der Ur- und Frühgeschichte sind in der Praxisphase ihres Studiums selbst an den Ausgrabungen des Instituts beteiligt und forschen kontinuierlich an den menschlichen Überresten und Artefakten und tragen damit auch zur Digitalisierung ihres eigenen Faches bei. Wir haben es hier mit einer Auswahl zu tun für ein Projekt, das sich Disapale nennt. Und dieses Projekt hat sich zur Aufgabe gemacht, verschiedene Leitformen für ganz verschiedene Perioden der Menschheitsgeschichte zu scannen und dann 3D-Modelle davon zu machen. Das bedeutet, die Idee ist jetzt nicht, dass das alles aus einer Zeit kommt, sondern ganz im Gegenteil, die Idee ist, dass es eben nicht aus einer Zeit kommt, sondern dass man eben etwas hat, was typisch ist für die Zeit, ungefähr 40.000 vor heute, ungefähr 45.000 vor heute und so weiter. Die Objekte kommen ins Neandertal-Museum, das ist in der Nähe von Düsseldorf. Da ist ja auch das ganz berühmte Neandertal, also quasi Namensgeber des Neandertal-Museums und auch Namensgeber der Menschenform Neandertaler. Und die Idee ist dann halt, dass man am Ende das eben auch der Öffentlichkeit zugänglich macht, sodass man dann eben auch als Interessierter einfach mal so durchklicken kann, ne? Was ist denn so für welchen Zeitraum typisch, wie sieht das Zeug überhaupt aus. Hauptsächlich bin ich für die Auswahl des Materials zuständig und dann bin ich aber eben auch an der Beschreibung der Objekte beteiligt, beispielsweise. Die Sammlung dient als Lehr- und Anschauungsmaterial für die Studierenden, aber auch andere Forschende besuchen das Institut, um bedeutende Ausgrabungsstücke zu untersuchen. Manchmal werden Führungen angeboten, denn das Fach Archäologie übt auf viele Menschen eine Faszination aus. Also ich bin seit 2013 hier Professorin, habe den Ruf bekommen für die jüngere Urgeschichte. Und das Schöne an der Archäologie für mich ist, dass wir hier verbinden können auf der einen Seite theoretische Aspekte und das Ganze ist kombiniert mit praktischen Anteilen. Also wir sind draußen, wir prospektieren, also suchen nach neuen Fundstellen, wir führen Grabungen durch und diese Kombination, das ist eigentlich das Reizvolle an diesem Fach. Und da entscheidet sich dann, ob sie so ein Studium durchhalten oder nicht. Aber für mich ist das gerade das Reizvolle, dieses sowohl draußen sein als auch drin sein, das Fundmaterial auch wirklich in die Hände bekommen und sie können mit jeder neuen Entdeckung, mit jedem Befund und Fund ganz neue Erkenntnisse erzielen und das reizt mich sehr, ja. Also wir versuchen so ein bisschen die ganze Welt der Pflanzen zu zeigen, angefangen natürlich mit den heimischen Pflanzen, wo wir auch teilweise Erhaltungskulturen haben. Es ist in Deutschland teilweise so, dass fast jede dritte Pflanze vom Aussterben bedroht ist und wir sind auch ein Teil eines Netzwerks von anderen botanischen Gärten, die solche Pflanzen erhalten und auch teilweise vermehren, um sie wieder anzusiedeln. Andererseits versuchen wir natürlich aber auch wichtige Kulturpflanzen, auch tropische Pflanzen, unsere Nahrungsgrundlagen auch zu zeigen. Ein großer Teil der Pflanzen der Botanischen Sammlung ist öffentlich zugänglich. In den vielen weiteren Gewächs- und Anzuchthäusern zeigt sich allerdings, dass die Gärten auch einer wichtigen konservatorischen Aufgabe nachkommen. Also wir haben hier etwas über 1000 Orchideenarten. Das klingt viel, wenn man aber weiß, dass es rund 25.000 bis 30.000 Wildarten gibt, ist es also nur ein kleiner Ausschnitt. Und wir haben natürlich auch nicht viel Platz, deshalb konzentrieren wir uns sehr auf kleine Formen,
die relativ gut hier zu halten sind, natürlich mit den unterschiedlichen Bedingungen. Wo die vielen Orchideen herkommen, ist heute zum Teil gar nicht mehr bekannt. Einige Pflanzen werden dem Botanischen Garten auch vom Zoll übergeben, weil sie als Schmuggelware aufgegriffen wurden. Denn wilde Orchideen sind geschützt und dürfen nicht mehr aus der Natur entnommen werden. Mit den Orchideen auf unseren Fensterbänken haben die im Botanischen Garten übrigens nicht viel zu tun. Also sie haben höchstwahrscheinlich eine einzige Art zu Hause, das sind die Phalaenopsis. Das ist eine Orchidee, die einen Riesenboom erlebt hat in den letzten 20, 30 Jahren. Die genau dieses Zimmerklima, was wir meistens haben, warm und trocken, verträgt. Und da gibt es eine Fülle an Hybriden. Und das ist sozusagen eine der einfachst zu kultivierenden Arten. Was wir hier haben, sind teilweise sehr anspruchsvolle, diffizile Arten. Und würde uns hier zum Beispiel die Gewächshaussteuerung mal einen Streich spielen und die Heizung ausfallen oder nicht aufhören zu heizen oder im Sommer die Schattierung nicht funktionieren, dann können wir hier auch diese Pflanzen ganz schnell auf den Kompost werfen. Dann kann sowas theoretisch in einer Nacht gestorben sein. Ja, auch gerade bei den Akakteen gibt es viele sehr seltene, sehr gefährdete Arten, die auch leider sehr intensiv geschmuggelt werden. Also ich weiß, dass gerade beim Zoll auch vor einigen Jahren mal in ausgestopften Stofftieren Kakteen geschmuggelt wurden. Und auch da bekommen wir vom Zoll beschlagnahmte Pflanzen. Also es gibt da zum einen eine Sammelszene oder hier, das wäre auch ein ganz interessantes Beispiel. Das ist eine Pflanze, die wir auch gar nicht mehr ausstellen können, der Peyote-Kaktus. Da gibt es einen Kult, der auch gerade bei Jugendlichen im Umlauf ist, dass das eine halluzinogene Wirkung hat. Die ist nicht sehr stark und das ist auch nicht sehr attraktiv vom Geschmack, aber die würden uns ständig gestohlen und werden auch in der Natur dann sehr stark ausgegraben. Auf dem Gelände des Botanischen Gartens befindet sich auch die Botanische Lehrsammlung. Hier finden sich Herbarien, Trocken- und Feuchtpräparate von Pflanzen aus der ganzen Welt. Ja, es hat mich tatsächlich fasziniert. Schon die Zeit, wo ich hier tätig war als technischer Leiter, habe ich mich immer geärgert, dass die Sammlung eigentlich wenig Beachtung findet und dass man die schön ausstellen könnte und dass es eine sichere Bereicherung ist, auch für die Besucher. Und deswegen habe ich mich da aufgemacht einmal und angefangen, ein paar Sachen wieder herzurichten. Und es ist tatsächlich eine Faszination. Man entdeckt immer wieder was Neues oder man freut sich, wenn man irgendwas retten konnte, was schon fast kaputt war. Und wir arbeiten daran, auch also eine kleine Zusammenstellung der Objekte, die es hier gibt, zu verfassen. Eines dieser Objekte ist eine Ananas. Aus heutiger Sicht nichts Besonderes, aber bevor es die exotische Frucht im Supermarkt gab, konnten nur so intakte Exemplare in der Lehre verwendet werden. Die Geschichte der Ananas geht ja weit zurück. 1494 brachte der Christoph Kolumbus die erste nachweislich nach Europa. Die Einordnung der Ananas in die botanische Klassifikation geschah erst ziemlich spät, aber es war einfach so der Inbegriff der Tropenfrucht. Es war die Frucht, die in dem Glas dann zum Forschungsobjekt wurde, zum Ausstellungsobjekt und die dauerhaft dann konserviert wurde. Dieses Exemplar ist jetzt noch nicht so sehr alt. Es wird um 1900 da in das Glas gekommen sein und hält sich ganz gut. Was für mich das Besondere auch dann ist, dass man es damit auch gerade der Bevölkerung, Kindern und Jugendlichen, sehr gut vermitteln kann. Etwas Lebendiges berührt die Menschen mehr und wir erleben das auch, dass man dadurch das auch viel stärker wertschätzt. Und gleichzeitig ist es auch noch wichtig, dass wir Schönheiten ein Stück weit vermitteln, weil das einfach natürlich auch die Menschen mehr noch berührt, wirklich die Schönheit der Pflanzen und der Natur zu erkennen. Schönheit hat viele Seiten. Sie steckt in den lebendigen Pflanzen und den Präparaten des Botanischen Gartens, genauso wie auf Papier und zwischen Buchseiten. In der alten Universitätsbibliothek Erlangens werden die schönsten Stücke der graphischen Sammlung aufbewahrt.
Einige Stücke kommen aus der Sammlung der Ansbacher Markgrafen, die 1805 an die Universität Erlangen übergeben wurde. Darunter sind Zeichnungen, Holzschnitte und Kupferstiche von Albrecht Dürer und anderen süddeutschen Meistern wie Georg Penz. Die Sammlung spiegelt die Bedeutung Nürnbergs für die Kunstszene im 15. und 16. Jahrhundert wider. Neben vielfältigen grafischen Darstellungen findet sich in der Universitätsbibliothek auch eine 20.000 Stücke umfassende Münzsammlung. Sie stammt aus Ankäufen und Vermächtnissen, wie zum Beispiel vom königlich-bayerischen Kämmerer 1858. Die Gold- und Silbermünzen in den originalen Sammlungsschränken stammen aus der frühen Neuzeit. Eine nicht ganz so alte, aber ebenfalls sehr vielfältige Sammlung findet sich in der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät in Nürnberg. Die schulgeschichtliche Sammlung ist zwar noch keine 50 Jahre alt, gehört aber schon jetzt zu den größten ihrer Art in Deutschland. Ein Teil der Sammlung ist auch öffentlich im Nürnberger Schulmuseum zu sehen. Also die hängen von ganz vom Anfang zusammen. Also das Schulmuseum vor 100 Jahren gegründet, hatte damals schon eine ganz kleine Sammlung von so Geräten, die die Lehrer im Unterricht brauchen. Und so ist die Sammlung immer nah am Schulmuseum dran gewesen. Man hat dann irgendwann mit der Universität verhandelt, würdet ihr denn die Räume bieten und ein bisschen auch gucken, dass die Sachen beisammen bleiben. Und die Stadt übernimmt dann also die Räume für die Ausstellung. Und das ist heute die heutige Regelung. Also Sie können natürlich, wenn Sie Masse haben, viel besser forschen. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben jetzt zwei Hefte, die so einen ganz bestimmten Stil zeigen, wie ich Religion, Deutsch, Mathe oder sowas vermittle. Und das nur um 1920 rum, nur zwei Hefte. Wie genial ist es, wenn Sie nicht zwei Hefte haben, sondern 100 Hefte um 1920. Und nicht nur 1920, sondern 1880 auch wieder aus dem Deutschbereich 100 Hefte. Oder gleich 500. Oder Sie haben dann 1970, das ist, Sie haben so eine Linie. Gesammelt werden zum Beispiel Schulhefte, Fotografien wie Klassenfotos, Unterrichtsmaterialien und Notenhefte. Eine der wichtigsten Quellen sind Nachlässe von Lehrkräften. Aber auch das Eigentum von SchülerInnen landet mitunter in der Sammlung. So verfügt sie über eine beachtliche Auswahl an Spickzetteln. Der ist aus dem Jahr 1927, 28. Dann der hier ist so ein bisschen älter, ich würde mal sagen, das ist 30er, 40er Jahre. Wobei der um 1900 gedruckt wurde, aber 30er, 40er Jahre ist er eingesetzt worden. Das sind Lateinübersetzungen, das hatten die hier so unter der Bank mit dabei. Und wir haben wirklich Spickzettel im Prinzip aus der ganzen Welt. Und es sind unterschiedliche Techniken. Also es ist der ganz normale Papierspicker. Und der ist einfach wahnsinnig praktisch. Den können Sie hier reinschieben, unter die Bank, da reinschieben. Dann haben Sie hier so eine neue Entwicklung, dieses Rollen, also sich so gerollte Sachen zu präparieren. Das gibt's relativ häufig. Das ist der technisch aufwendigste. Also dasselbe Prinzip wie hier. Man rollt, dann hat er das ins Innere einer Uhr rein, dreht dann hier an diesen Rollen. Das geht nicht mehr so richtig, schon ziemlich kaputt. Aber da kann man ungefähr 21 cm in dem Fall Physik und Naturwissenschaften rollen. Die schulgeschichtliche Sammlung wächst immer weiter. Um die Arbeit mit ihr zu erleichtern, werden nach und nach die Objekte von studentischen Hilfskräften in eine Online-Datenbank überführt. Eine Zusammenarbeit mit dem Germanischen Nationalmuseum. Für die Datenbank werden wichtige Merkmale notiert, Querverbindungen zu anderen Objekten und Personen festgehalten und Fotos von den Objekten gemacht. Dabei kommen auch manchmal nicht ganz alltägliche Funde auf den Tisch. Wir haben hier zum Beispiel eine Übungshandgranate aus dem Ersten Weltkrieg, die aber auch im Zweiten Weltkrieg wiederverwendet worden ist. Man hat die im Sportunterricht benutzt, um zu einem die Schüler für den Feldeinsatz irgendwie fit zu halten. Das gleiche natürlich im Zweiten Weltkrieg. Das ist etwas unvorstellbar, wenn man sich mal den Sportunterricht heute anschaut, ist höchstens Weitwurf ein Thema. Da wirft man mit normalen Bällen, aber nicht mit eben einer
deutschen Stilgranate. Es ist etwas Kurioses, aber damals ist es eben etwas Natürliches, weil man natürlich aus den Schülern und aus den jungen Leuten brauchbares Material für den Krieg haben wollte. Als erstes schauen wir nach, ob die schon einmal erfasst worden ist. In diesem Fall haben wir schon eine Erfassung gehabt in Form einer Karteikarte. So, dass sie hier nicht drinstehen, welche Schule es zum Beispiel ist, haben wir eine ausführliche Stifterkorrespondenz, wo wir quasi nachschauen können, auf welche Schule er gegangen war und ob er uns irgendwelche Informationen hinterlassen hat. Also seit ungefähr 15 Jahren betreue ich die Sammlung. Und das Faszinierende daran ist, wie intensiv und wie dicht menschliches Leben hier gespiegelt wird. Von Zeichnungen, von kleinen Notizen oder dann so die 10, 12, 13-Jährigen, die so Schülerbriefchen schreiben, ihre Not, ihr Leid an Schule schreiben oder auch die Hefte, wo oft so viel Freude drin steckt, so viel Energie und oder auch Lehrer, die viel Kraft und Energie reinstecken. Und das ist das Interessante, so intensiv Mensch zu sehen, menschliches Leben. Und das ist das eine, was mich stark fasziniert. Und das andere ist, dass diese Schule ja eigentlich ein unglaublich sperriges Ding ist. Also alle klagen, wie schrecklich Schule ist oder wie schwer man sie verändern kann. Aber Schule verändert sich und Schule wird von Menschen verändert. Und wir können in der Sammlung exakt beobachten, wie Menschen Schule verändern. Und das in so einem Archiv, das ja eigentlich eine Ansammlung ist von Kisten, von Papier, von Büchern. Ein bisschen staubig und dreckig. Aber trotzdem ist hier also das Leben, ganz dichtes, intensives Leben. Und das fasziniert ungeheuer.